Der sagt, Daesh war bei ihnen, ISIS war bei ihnen und die haben Leute versklavt. Erstmal, es gibt keine Sklaverei unter den Muslimen. Das bedeutet, wenn ein Muslim gegen einen Muslim kämpft, der darf nicht seine Frauen versklaven und der darf auch die Männer nicht versklaven. Das darf er nicht. Nummer eins. Nummer zwei, die Leute sind in unserer Zeit freie Leute. Und man darf die Leute nicht versklaven, auch wenn sie keine Muslime sind. Auch wenn das nach einer Kampfhandlung ist. Man muss erstmal sagen, okay, zahlt für sie Lösegeld. Oder ihr könnt die bekommen. Das sind Gefangene. Und Gefangene haben Regeln auch im Islam. Und diese Gefangenenregeln, die können sich ändern in verschiedenen Zeiten, weil das gehört zu Kriegsregeln. Und die Kriegsregeln sind nicht immer fest. Drittens, Barakallahu fikum, ISIS. ISIS ist kein Vertreter des Islam und kein dieser Gruppe ist nicht eine Gruppe, die vertrauenswürdig ist, damit man sagt, okay, das sind Leute, die den Islam praktizieren, sondern ISIS, wissen wir genau, dass ISIS, Barakallahu fikum, mit in Geheimdienst ist, mit in Al-Ba'ath-Partei und anderen Geheimdiensten, das wissen wir doch. Da sind drei Gruppen. Eine Gruppe sind Geheimdienstler, eine Gruppe sind Menschen, die nur ihre Interessen vertreten durch Daesh und eine Gruppe, die sind diese armen, jungen Leute, die Islam lieben und die waren begeistert, aber die wussten nicht, was los ist und die haben kein Wissen, deshalb waren sie mit Daesh, die sind Opfer und Kanonenfutter für Daesh und nicht Leute, die eigentlich, aber leider, möge Allah subhanahu wa ta'ala, wenn das an Wissen fehlt, dann macht man alles.